Ja, hey Leute, hier ist wieder Master Sequoia TV nach endlos langer Zeit mal wieder am Start. Und zwar auf einem P-Server. Klingt komisch, ist aber so. Wir dachten uns nämlich, also es gibt ein Wir, dazu komme ich gleich, aber wir dachten uns, lass mal wieder Sequoia zocken. Wir hatten halt mega Bock und so. Und wir wären auch bereit darauf, so auf dem Office-Server zu zocken und so. Aber weil der Kollege und ich einfach, wir sind viel beschäftigt, wir haben nicht so viel Zeit und deswegen dachten wir uns, es macht nicht viel Sinn, auf dem Server jetzt einfach so casual-mäßig so ab und zu zocken, wenn man sich dann noch einloggen muss eine Stunde. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach für diese Zeit auf einen P-Server geeinigt, auf den wir sogar schon mal gezockt haben. Und der passt einfach sehr gut. Der hat sehr vieles, was wir wirklich mögen. Und dieser Server heißt Various Way. Ich werde dann auch natürlich noch Link in die Infobeschreibung reinposten und sowas. Und das ist ein Non-Bot-Server, das direkt schon mal vorweg. Wie immer, meine Aufnahmen, mein Level-Stil und alles wie immer. Non-Bot, legit, alles cool. Und ja, das mache ich hier zusammen mit den Jero oder Jaro oder wie auch immer ich dich nennen soll. Jo, Jaro passt. Sehr gut, super. Wir haben damals mal einen Char gemacht. Hier habe ich den Char, der ist Level 37, fast 38, ist aber schon länger her gewesen, von einem halben Jahr oder so. Und jetzt haben wir uns einen neuen Char gemacht, einfach auch für die Aufnahme, aber halt auch einfach, weil wir Bock hatten auf was Neues. Und das ist hier mein EU-Char, Warlock-Klerik. Er hat auch einen Warlock-Klerik und ich liebe es. Jeder, der meine Aufnahmen kennt, weiß, ich liebe Warlock-Klerik mit Leuten zusammen zu zocken. Und dieser Char heißt Dawn und ist Level 15 und legen wir einfach mal los. So, Jaro, du bist schon im Game? Jo, ich mach mich schon mal warm. Nice. So, ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut und alles. Ich mache mal vorsichtshalber hier nochmal die Audio-Geräusche noch was runter, weil eben war das irgendwie mega laut, ich weiß nicht wieso. So, wir sind hier, wir haben auch schon einen kleinen Wolf und sowas. Ja, Jaro, was kann man dazu sagen zu dem Server hier? Was hat er so, es wird einem nichts geschenkt, oder? Nee, geschenkt wird einem wirklich erstmal gar nichts. Man startet mit 0 Gold, 0 SP, keine Rüstung, kein Silk-Items, nix. Man muss sich alles selbst erarbeiten. Genau. Und was zum Server? Ja, Server ist ziemlich leer. Noch. Aber vielleicht, wenn die Leute uns ja zuhören, machen die einfach mal mit. Richtig, genau. Und das ist auch so ein bisschen so unser Gedanke jetzt hier dabei. Wir haben uns nämlich gedacht, so, lass mal auf dem Server hier zocken, der ist cool. Aber wir beide, wir sind natürlich auch super Fan von einer geilen, aktiven Community. Und ja, da kommt ihr dann ins Spiel. Wir hoffen natürlich, dass einfach wirklich die Leute, die vielleicht meine Videos noch von damals kennen oder jetzt spontan auf meine Videos stoßen sollten, einfach so denken, wow, geil, der zockt wieder. Oder wow, geil. Wer ist das? Non-Bot, was geht? Und dann einfach mal Bock kriegen. Und ja, es sind halt nicht viele Leute auf dem Server, aber juckt nicht. Es ist halt das alte System, es gibt Drops wieder, es gibt also einen Handel, der möglich wäre und sowas alles. Nur dafür brauchen wir halt ein paar geile Spieler. Wir wollen nicht viele, aber wir wollen gute Leute. Und das ist einfach so das Wichtige. Wir wollen einfach so eine kleine, geile Community haben, wo untereinander gehandelt wird. Nicht unbedingt mit Gold oder so, sondern einfach tauschenmäßig oder. Einfach, dass man so füreinander so und miteinander einfach hier zockt und das wäre einfach schon mega nice. Würde ich sagen, oder Jaro? Jo, sehe ich ganz genauso. Das hat mir schon damals am Sigurd Air Server gut gefallen. Zum Beispiel bei Monikanten oder so, da habe ich bloß in die Gilde geschrieben: Leute, hier, ich brauch Hilfe bei Easy und so. Da kam direkt schwupp, fünf, sechs Leute waren auf einmal da. Ja. Das ist mal was, was zählt. Und das ist so die Sache, Leute, die, ja, also die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe immer schon Non-Bot-Gilden am Start gehabt und jetzt der Jaro hier ist eines der guten alten Leute von damals, der auch mit mir dabei war und ja, er kann aus Erfahrung sprechen, dass wenn ich versucht habe, eine Gilde am Laufen zu kriegen und so, meistens hat es dann auch erstmal geklappt und so weiter, nur leider ab und zu ist es halt so, dann schwindet die Aktivität von mir und natürlich auch von anderen Leuten und ja, wir wollen halt einfach zocken, so wie es Spaß macht. Und nicht, dass man sagt, boah, du musst aktiv sein, du musst online sein. Sondern zock, wann du Bock hast. Und das ist möglich. Also Jaro und ich, wir hatten eine geile Zeit damals auf dem alten Server. Unix hunten, immer wieder zusammen, Jobsystem irgendwas gemacht und schon gut gewesen, ja. Ja, das stimmt, das stimmt.
So, wo bist du gerade eigentlich? Wie gesagt, ich laufe mich immer noch bei den Bartis und bei den Mises Baroi bisschen warm. Ja. Und jo. Und habe schon wieder, ja, natürlich alles voll. Ist Ja. gleich schon wieder statt. Ich bin auch gerade in die Stadt gelaufen, um mich ein bisschen so hier mal auszulernen. Leute, das ist so, wie schon gesagt, man hat halt erstmal nichts und so weiter. Wir hatten ja schon beide einen Char hier, deswegen haben wir uns ein bisschen Gold am Anfang direkt rübergetan, um uns einen Wolf zu kaufen. Das Dress, das habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen, das hat mich sehr gefreut. Aber man kann hier auch durch also diese Jewelboxen hier auch rein theoretisch gesehen ein Dress kriegen, so ein Santa Dress oder Santa Dress, wie man das aussprechen möchte. Und Ja. ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, ich zeige euch das einfach. Man sammelt hier diese Jewelboxen, man kann die dann abgeben und man kriegt einfach ultra viel. Und wie ich gerade sehe, gibt es sogar ein neues Dress momentan, so ein Fairy Dress. Ich habe gerade. Ja. Ah, du hast es sogar schon. Ich hab's in den Hütchen schon an. Geil, warte. Ich ziehe das auch mal gleich an. Ja, man kriegt ja auch diese Trade Pets, diese Elephants, und das ist auch geil, Leute. Also ganz ehrlich, wenn man so überlegt, so, ist schon eine gute Sache irgendwo. Und hier ist das wirklich ein Server. Es wird einem zwar nichts geschenkt, aber man hat halt auch. Oh, das sieht ja krass aus. Das ist so Ne, komisch. lass mal gucken. Alter, cooler Typ, ey. So, oh. Es wird einem hier zwar nichts direkt geschenkt, ja, aber das ist nicht so wild, weil man hat halt die Möglichkeit, wirklich sich alles so nach und nach selbst zusammenzufarmen. Und man ist nicht angewiesen, hier Silk zu kaufen. Und die Silk-Preise sind sehr niedrig. Das heißt, wenn du mal Silk kaufen möchtest, ist das kein Problem. Und das kostet wirklich wenig, muss man Ja, das. also extrem wenig. Wir haben uns hier mal Silk aufgeladen. Da zahlst du 1 Euro oder so. Und hast Ja. dann erstmal, weiß ich nicht, wie viel hat man da? 11.000. Ja. Ich glaube 11.000 Rubin heißen die ja. So, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen jetzt. Ich habe mir gerade die Jewelboxen eingetauscht. Wie man sehen kann, es gibt hier HP-Scrolls, 500er und 1300er, Dodging-Scrolls und also wirklich, es gibt total viele Sachen. Ich verkaufe die teilweise jetzt auch einfach nur, weil ich habe davon noch welche im Storage und sowas. Ich brauche das nicht. Und ja, ein paar Sachen behalte ich aber natürlich. Diese Ostrich sind immer gut. So ein Und Ost. zu den Quests, also zu den Quests schon was gesagt, dass man, wenn man ganz brav ist, dass man ganz schön belohnt wird dafür. Stimmt, gut, dass du es erwähnst. Hier ist das alte Jobsystem, ne? Wie immer, das kennt ihr alle. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die haben hier auch so Quests hinzugefügt, die es auf den alten Silk Road nicht gab. Und zwar sind das so Quests, bei denen man richtig schön Skillpunkte farmen kann. Und nur dafür muss man halt immer ordentlich wirklich alle Quests machen, weil du musst halt eine Quest davor machen, um diese neue Quest zu machen. Also die bauen ein bisschen aufeinander auf. Und deswegen immer schön questen. Es bringt's wirklich. Und ja, also kann man nur empfehlen, sich wirklich darum zu bemühen, die Quests zu machen. Jo, Wesen braucht dabei auf jeden Fall. Ja. Es ist halt auch so, manchmal, klar, manchmal ist es so, wenn man Quests macht, levelt man vielleicht ein bisschen langsamer, als wenn man einfach so durchwaschen würde. Aber wozu? Wozu sollen wir durchwaschen, wenn es so viel Spaß macht, wenn man das Ganze in Ruhe macht? Und ja, das ist halt so unser Weg, wie wir leveln wollen. Und deswegen lassen wir uns da wirklich ganz gemütlich Zeit. Wir werden langsam leveln, aber ich denke, viel Spaß dabei haben. Jo, wir haben auch schon 5er Gap zusammen und wie Ja. gesagt, das langsame Leveln und gechillte Leveln, das ist, glaube ich, so das Stichwort hier, weil, wie du schon gesagt hast, bei Secret Air war eine gute Zeit und war richtig geil, aber so nach und nach hat das ein bisschen nachgelassen, wie man es also kennt. Ja. Das Real Life holt doch einen ein irgendwie und dann ist man nicht mehr so die Lust da und ja, aber hier ist anders. Hier ist einfach mal, wenn du Zeit und Lust hast und ist kein Druck dahinter, einfach mal ganz gechillt leveln. Ja, so ist es. So, wo sind wir denn angekommen mittlerweile? Was habe ich denn? Fokus, sehr gut. So, fertige Steine gibt es ja auch schon. Sehr gut. Ah ja, genau, das ist auch wichtig. Und zwar gibt es hier dieses Alchemiesystem, wie es früher war. Und das kannten viele gar nicht, wie das genau funktioniert und ob es wirklich so viel bringt und so weiter. Und es ist halt eigentlich mega nice. Also eigentlich bringt es total was. Es ist sehr effektiv. Und man kann sich halt seine Alchemiesteine selber herstellen. Man kann die natürlich auch verkaufen. Man kann richtig Gold machen damit. Und es ist schon eine geile Sache eigentlich. Also
So an sich, so dieses alte Alchemiesystem hat schon echt so seinen Charme gehabt, finde ich. Jo, und worauf ich mich richtig übel gefreut habe hier, das war das alte Trade-System, dass du wirklich da eingekauft hast, dann bist du rübergewackelt, dann hast du die Sachen verkauft und richtig direkt Geld dafür kassiert. Das habe ich so vermisst, ja, die ganzen Jahrzehnte Ja, lang. ist echt so, ja. Hier so eine kleine Frage. Sollen wir unsere Gilde aufmachen? Ja, können wir machen. Weil Was? wir sind solche Holzköpfe, wir hatten schon eine Gilde. Nur fragt nicht, nimmt's einfach an, wir haben die Gilde leider verloren. Ja. Oh, wei, ey. Aber gib bitte nicht diese Datei, das ist so peinlich. Da gehen wir besser nicht drauf ein. Hast du hier Nee. schon die Quest abgegeben? Wir hatten ja hier so eine Quest. Ja, hatte ich. Ich habe schon Voll meinen geil eigentlich, wunderschönen. ne? Ja, Seal of Star habe ich. Darkstaff, also ich mag jetzt keinen. Ja. Nice. Also, Keiner. ist, wie man sieht, es gibt hier wirklich so Quests. Wir haben hier so ein Dark Stuff Level 16 SOS bekommen. Ich habe mir noch einen Light Stuff, also für die Klerik-Sachen, noch direkt geholt. Und, Nicht einfach so, wie normal vom Silkroad kennt, einfach geht zum irgendeinen Trader, klappert mit dem, da hat man die. Nein, das ist ja nicht so. Da musst du nee. noch Mobs dafür killen, hin und her, und dann, erst dann kriegst du die. Ja, sogar so besondere Mobs, ne? Das waren Stimmt. so komische, Stimmt. das waren so Spirits, so richtig geil sogar eigentlich. Genau. So, ich brauche noch Tränke, sehe ich gerade. Ja. Und dann kann es eigentlich losgehen. Und was richtig geil ist, das muss ich gerade mal echt nochmal erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, aber selbst ab zwei Leuten in einer Achterparty, Leute, Ja. ab zwei Leuten gibt es Ja. schon Party-Mobs. Und das ist Wo richtig gibt's nice. sowas? Ja, das merkt man dann erst nachher, dass es eigentlich total schade ist, dass die eingestellt haben, dass ab 4 Leuten erst Partymonster kommen. Hier kommen wirklich so wie damals ganz normal direkt schon ab 2 Leuten Partymonster und wir lieben das. Also wirklich, wir könnten theoretisch gesehen einfach nur die ganze Zeit grinden und einfach nur Partymobs klatschen, aber es ist schon eine richtig gute Sache. Ist so. Einfach nur geil. Oh, ja. So. Und was wir auf jeden Fall heute noch vorhaben, wenn die Zeit es zulässt und wir ein bisschen gut dabei sind, dann gehen wir vielleicht sogar auf TG-Jagd heute. Oh ja, stimmt. Das wird auch geil. Weil am Leben ist die ganz bestimmt. Ja. Soll ich geh mal die Gilde aufmachen, ja? Ja, stimmt, dann kommen wir, ja, komme ich Warte, mal mit. warte. Hier wissen wir doch gar nicht, wo man die Gilde aufmacht. Wir müssen nach Sammer. Okay, da komme ich mal mit, wegen Spenden und so. Stimmt. Ja, weil wir Holzköpfe, wir haben hier letztens schon mal gesucht, wo der Gildentyp ist, aber irgendwie haben wir den nicht gefunden. Liegt vielleicht daran, dass er gar nicht da ist. Doch, doch, ich sehe den. Nein, Sollen das wir da ist hin? nicht wahr. Und das in der Aufnahme, okay. Ja, weil dann, da läuft man nie hin eigentlich. Du kannst gleich auf der Karte schauen, wo ich bin. Es Ich ist halt komme. wirklich so, das liebe ich halt eigentlich auch, deswegen will ich ganz gerne dahin laufen. Ich liebe es, dass man so hier so eine Map hat, die man auch noch einfach mal erkunden kann. Obwohl man das Game schon 100 Jahre spielt, man war an manchen Stellen gar nicht. Zum Beispiel hier, ich laufe einfach mal dahin, scheiß drauf. Guckt euch das mal an. Es ist eigentlich mega geil. Hier sind einfach mal so die fettesten Schiffe. Das ist dieser Startbildschirm. Wie geil ist das? Guckt euch das mal an. Wieso komme ich die Treppe nicht runter? Guckt euch das mal an. Hier sind einfach mal fette Schiffe. Das ist so dieser Startbildschirm, wenn man sich einen Charakter erstellt oder so. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht, habe ich die Grafik eigentlich hoch? Dann lass uns in See stechen. Ja. Wir sind Pirates. Wie nennen wir unsere Gilde? Ja, genau. Wie nennen wir unsere Gilde? Ja, das wollte ich nur kurz zeigen. Der Gildenmanager ist aber da links, warte. Bisschen Obst und Gemüse. So. Genau, der Guildmanager. Wie sollen wir die Gilde nennen? Scheiße. Gar nicht Ja, drüber genau. nachgedacht. Lass mal gucken. Vielleicht mal die Party mal schreiben. So. Nein. K. So, der Guildmanager ist hier unten. Wie hart. Vielleicht irgendwie so, vielleicht. Können wir machen. Mir ist das komplett egal. Das war doch dein alter Charakter, ne? Aber ich glaube, das L muss groß, oder? Nee, das war meine Gilde von, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also, wie ich dich damals kennengelernt habe, entweder war dein Jobname so oder deine Gilde war so. Ja, das ist es jetzt, was du sagst. Nur das letzte L muss groß. Mensch, wo ist der denn hier? Ach, da. Okay, dann ich nehme einfach diesen Gildennamen, ja, den du mir geschrieben hast mit einem großen L nur. Genau, und Unterstrich dahinter auch noch. Gleich Unterstrich, geht's ja? ab.
Ja, richtig. So, wir nennen die jetzt einfach Crystal, nur mit so dieser Schreibweise, weil uns ist es eigentlich egal, wir wollen einfach eine Community haben und dann haben wir. Nein, geht nicht, wir müssen erstmal Level 20 sein. Oh nein. Okay, naja, aber ist ja nicht gut. Schlimm. Vielleicht fällt uns ja bis dahin sogar noch was anderes ein. Oh, das war jetzt traurig. Okay. Nein, wir kennen auch, wir kennen auch diesen gelben Namen. Ja. Ach, jetzt soll mir recht, weiß ich. Direkt voll traurig. So, ja, also ich denke, ich habe alles ready. Wir können eigentlich direkt weiter, ne? Und zwar zu den Daugenebers. Ja. Oh, ja. Dann machen wir momentan eine Quest, und zwar für die Cerberus-Quest ist das, ne? Oui. Recall Point, ja. Dann müssen wir Holy Water. Ach scheiße, ich habe mein Pet nicht ausgeleert. Ah, doch, habe ich. Oh, geil. Habe ich das? Oh, ja. Also only my items, oder bringt das nichts? Ja, bringt nichts, habe ich eben probiert. Ja, okay, dann. Ja. So sieht's aus, Leute. Ja. Die Raids vom Server habe ich noch gar nicht gesagt. Die sind halt ganz normal schlicht mal eins. Ne? Hier wird einem auch EXP-mäßig nichts geschenkt. Und ja, aber das ist halt wirklich so, man levelt trotzdem echt gut, weil ihr habt ja gerade gesehen, ich habe diese Jewelboxen abgegeben und man bekommt einfach mal endlos viele EXP-Scrolls. Man kriegt endlos viele Sachen, die einem wirklich dabei helfen, einfach zu leveln. Es ist halt auch einfach so, durch die Quests, die es jetzt gibt, es gibt ja auch diese anderen Quests, diese neuen, die geben einem einfach mehr EXP und das spürt man. Oh, geil, Partymonster. Oh ja, geht schon los. Und Join. Oh, hallo. Ja, und das merkt man halt einfach extrem, so diese neuen Quests, so, das ist schon unnormal. Auch die SP, die du kriegst, hier zum Beispiel, ich habe jetzt über 2000 Skillpunkte. Und das ist nicht nur wegen dem Gap, sondern einfach auch ganz stark wegen der Quest. Wir haben irgendwie eine Quest gemacht, da haben wir ungefähr 1000 Skillpunkte bekommen oder so. Jo. Und ja, wir hatten auch schon einen SOS-Drop. Wir haben einen Wizard-Stab bekommen, ne? Jo. Aber du bist auch ein Bersi. Ja, voll die Eskalation. Gestört, ey. Einfach alles zerstört hier. Oh, ich sehe irgendwo nur noch Partymobs, was schon hier. Und wir haben keine SOS-Waffen. Wir haben auch schon mal überlegt, so ohne diese Achterparty, klar, wir würden vielleicht viel schneller so die Quest fertig kriegen und so, weil wir müssen ja alles doppelt sammeln. Aber es macht halt einfach viel mehr Laune so. Und ja, deswegen können wir wirklich nur empfehlen, kommt dazu und achtet nichts auf. Nee, achtet nicht aufs Leveln, sondern achtet einfach darauf, dass ihr Bock habt, Spaß habt. Und das ist halt das Wichtige. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich meldet. Aber ich möchte halt keine Leute so da haben, die dann sagen so, ja hier, oh warum macht ihr, warum machen wir so selten. Oh, du bist tot, ich kann nicht resten. Ja, zu spät. Ja, weg ist er. Hier wird ja kaum in Achterparty gelevelt oder sowas. Oder wir machen ja nie was Besonderes oder was auch immer. Für mich ist es so, ich möchte hier was machen, ja, aber ich möchte, für mich ist es so, ich mache das nicht mit den Gedanken, ich möchte hier Leute bespaßen oder dafür sorgen, dass Leute, keine Ahnung, ständig irgendwie eine Beschäftigung von mir angeboten bekommen, sondern ich möchte hier einfach mit Leuten zocken, die selbst einfach Bock auf das Game haben, die wissen, was die wollen und das auch haben können, ohne dass ich jetzt denen da was, keine Ahnung, Vorgekautes hinbringen muss, so, also weil das habe ich ganz oft und das möchte ich halt einfach nicht mehr. Es ist ganz oft so, dass ich Gilden erstellt habe, wo es letzten Endes dann darauf hinaus lief, so wir machen ja nie sowas wie Monster Scroll oder was auch immer, und dann haben wir das nachher gemacht, weil man sich einfach dazu so gedrängt gefühlt hat und dann fühlt man sich einfach so unter Druck und irgendwie geht dann die Lust verloren. Es ist dann halt gar nicht mehr, man macht, weil man Spaß dran hat, sondern man macht, weil es erwartet wird. Und das ist halt einfach komplett kontraproduktiv und ja, deswegen einfach nur Leute wirklich, die Bock auf das Game haben und auch einfach nur beim ganz normalen Rumgrinden, die einfach Spaß dran haben, die haben Teamspeak, man kann immer dazu stoßen dann, aber klar, wie gesagt, jetzt der Jaro und ich zum Beispiel, wir sind überwiegend Wochenende einfach nur am Samstag online und wir gucken mal, wie es in der Woche mal sein wird, aber wir sind jetzt wir sind nicht die aktivsten Leute, also es ist einfach so. Ne, sind wir nicht. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, falls einer mal irgendwie zwischendurch Zeit hat
Und ja, da kann ich einfach mal melden. Und ja, da kann man sich vielleicht mal verabreden, auch unter der Woche. Muss nicht unbedingt bis Samstag warten. Ja, genau, richtig. Man kann einfach mal spontan sagen, jo, hat jemand zufällig Bock oder Zeit? Und dann kann man schauen, vielleicht geht's. Oder wenn man Uni gefunden hat, hier gibt es ja die White Ja, Knights und stimmt, die genau. Prinzessin so und so. Und wenn man die gefunden hat, ein bisschen gelurrt hat, kann man schreiben, klar, wir kommen dazu, wir helfen gerne. Und wir Ja. Hauptsache die Leute müssen passen, gell? Die Leute halten den Server am Laufen, Ja, so ist kann man es. sagen. Also nebenbei, ich habe gerade richtig geil ein Schild gedroppt bekommen, Level 10 mit 3 STR. Geil. Ja. Und das ist das Geile, Los. Leute. Ohne Spaß. So. Ihr wisst gar nicht, so wie oft der Jago und ich einfach so uns gegenseitig so Drops tauschen und so. Und wie wir feiern, wenn wir auf einmal STR oder Int drauf haben. Es ist halt einfach Ist so. nice, dieses Drop-System. Oder wie wir erster Tag hier drauf gezockt, direkt ein SOS-Drop, wie wir uns gefeiert haben, wie wir gejubelt haben. Ja, das stimmt, ey. Das sind die Helden der Welt, ey. Ja, wir haben auch den Sound hier immer an und dann hört man so ein Geräusch, so, das Geräusch kenne ich, das ist ein SS-Drop. Ich Ist war, so, richtig letztes geil. Mal, du hast ja noch gesagt, so, ich habe gar nicht gewusst, was war das nochmal für ein Geräusch, das kam dir so Ja, bekannt vor. ich kenne das so. Also, meine Favorite Chars waren bis jetzt eigentlich so bis jetzt fast immer so Chinesen. So, und ich glaube, die haben anderen Sound. So, und ich meine das, Ja, oder vielleicht bilde ich das. es mir auch noch ein, aber auf jeden Fall kannte ich den Sound noch nicht so richtig. Ich habe gedacht, was war das, Mensch? Das Aber man wusste, es muss was Besonderes sein. ist so. So, apropos Drops, ich habe hier Level 11 Schultern. Wow, für dich. Ohne nix. Level 11 war? Nice, ich habe Level 9er nur an. Ach, siehst du. Hast du irgendwelche Ohrringe? Nö. Nee, weil ich habe zwar Level 1er Ohrringe, aber mit 3 STR und ich könnte dir hier Level 12er Ohrringe geben. Die haben zwar keine Blues, aber besser Ja, als dann gar nichts. immer her damit. Ja, weil ich behalte da doch lieber die Level 1er, auch wenn die Werte nicht so gut sind, aber die haben halt 3 STR. Ich denke, das Jo, kriegt man da. das stimmt. Coole Sache. So, wie viel haben wir? Oh, 14 Hörner haben wir bis jetzt, ey. Also ich zumindest mal. Du wahrscheinlich auch, nehme ich mal Warte. Ja, 14. Also das ist hier so an. eine Quest, Leute, ohne Spaß. Die geht sehr langsam nur voran. Man muss 30 Stück sammeln. Wir haben jetzt beide 14. Ja, wir müssen halt auch dafür eigentlich nur die Genetos töten. Aber Ja. okay, was soll's, ne? Im Endeffekt, wir zerstören einfach alles, was kommt. Ja. Man würde da viel länger hängen, wenn man wirklich immer sich die rauspicken würde, so. Ja, durch die Masseneskalation gehen einfach alle down hier und Ja. ja, ist halt so. Und wir sind noch nicht Level 20, wir kriegen muss ja ganz schnell Debuffs und Dots und dann, ach, das geht einfach so ab. Ja. So, 15, boah. Geht er schnell Und voran. ja, und das ist richtig krass, Leute, hier so, wir haben ja beide so einen Wolf und ey, diese Wölfe, ohne Spaß, die machen richtig viel. Also, die tanken hier einfach mal so die Partymonster ohne Probleme. Und die machen echt Damage, also dass so ein Wolf so effektiv ist, hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Ne, ich auch nicht. Und ich weiß auch, Riesengiant, als man denn damals noch, wo wir die ein bisschen früher gezockt haben, den White Knight entdeckt haben, da Ja. haben die Wölfe den nur getankt. Ja, stimmt, genau. Na, da ist ein großer. Und zwei Warlocks, die leveln da sowieso voll schnell und Oh ja. das ist einfach nur Oberhammer. Ich bin schon gleich Level 16. Nice. Hast du irgend so ein Ticket reingehauen oder noch nicht? Nee, Okay, ja. ist abgelaufen mittlerweile. Ja, Ich ich habe hab. aus Versehen letzte Folge, also beim letzten Mal aus Versehen ein Ticket aktiviert, was ich gar nicht vorhatte so richtig. Und jetzt ist er weg. Ja, ich hab's ja auch angemacht. Aber man hat so viele Tickets hier. Da muss man Das nie stimmt Sorgen haben. allerdings. Oh, ich freue mich schon, wenn wir ein bisschen traden können und so. Das kommen auch die Thieves und Thief Champions und so. Das macht auch Bock, ey. Also, coole Ja. Sache. Ach ja. Hast du die Aber Schulterstücke eigentlich schon gegeben? ja, ich habe sie rüber gedient. Ja, ich hab's schon gemerkt. Ich denk so, hä, ich hab Level 11er Schulter. Meinst du nicht gerade, du hast welche für mich? Tja, so läuft das gesagt, getan, würde ich sagen. Ja. Aber kann man noch nicht anlegen, weil wir sind noch auf Level 10 geskillt. Jo. 99,35.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt diese Quest, hat was mit der Cerberus-Quest zu tun, mehr oder weniger, oder sogar direkt oder so. Weiß auch nicht Und genau. das wollen Gibt's wir auch das? noch auf jeden Fall machen. Dankeschön. So, wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Ja, also Da ist die Waffe. wir versuchen wirklich so gut es geht, einfach jede Quest zu machen. Und auch wenn es unnötig ist oder nicht, ist egal. Aber so Cerberus killen, warum nicht, ne? Ist schon eine geile Sache. Oh, das lassen wir sich entgehen, auf jeden Fall. Das machen wir. Oh, schöne Level 16 SOS-Waffe. Alter. Jetzt machst du Damage. Ich flippe aus. Aber das ist richtig cool, Leute, mit den Drops hier, so vor allem, weil manchmal so, man hat halt SOS-Sachen bei Sigurd R zum Beispiel, aber zum Beispiel manchmal findet man, also man hat eine Level, einfach beispielsweise, eine Level 16er SOS-Waffe, ja, kriegt man geschenkt, ja. Aber dann ist man auf Level 21 und kriegt dann eine Level 21er Waffe geschenkt, gedroppt. Und die 21er Waffe kriegst du gedroppt und ist plus 2, einfach so als Beispiel. Dass diese Level 21er plus 2er Waffe natürlich besser als die Level 16er SOS Waffe. Und dadurch ist man wirklich so ein bisschen einfach, nicht jeder ist einfach gleich stark, wisst ihr? Das ist das große, große Problem bei Silk Road Air und so und jetzt auch bei normalen Silk Road. Man liebt zwar dieses Full SOS-Equipped sein, ich liebe das auch. Ich habe mich mit Full Sun-Equipped nachher mit den ganzen Tokens und sowas. Ist klar, gar keine Frage. Das hat natürlich seine großen, großen Vorteile. Aber, da hinten ist ein Giant. Ja. Aber es geht wirklich dieses verloren, dieses PvP-Ding und sowas. Oder dieses abhängig sein voneinander, Noch wisst einer? ihr? Oh, geil. Dass man einfach so zusammenarbeiten muss, weil man sonst nicht anders hinkriegt. Und hier hat man das halt einfach und dann kriegt man mal was gedroppt und das hat Blues und das ist halt vielleicht besser als sogar so ein SOS-Teil und sowas oder man kriegt ein SOS oder SOM oder was auch immer gedroppt und das ist dann schon einfach mega geil. Das ist dann wirklich so irgendwie, man weiß so, man hatte da einfach mal mega Glück, weil mit den Tokens sich eine Sun-Rüstung zu farmen, das hat nichts mit Glück zu tun. Entweder macht man das oder man macht das nicht. Also man entscheidet das ja da einfach ganz easy selber. Will ich jetzt eine Full-Sun-Rüstung haben und sammle Tokens oder will ich einfach durchrushen und scheiß auf die Tokens und sowas? Und das ist ja auch so eine Sache. Ab Level 70, klar, kannst du eh nicht mehr gebrauchen, deine Tokens sind nicht so richtig, oder? Habe ich also richtig in Erinnerung? Ja, also Ich glaube, da 9. kannst Degree, genau, da gibt's das nicht mehr ab 9. Degree. du. So, und dann was machst du mit dem Rest? Ja, 9 Jahre oder? Ne, das ist so, ist halt so eine Sache. Ne? Fand ich jetzt auch nicht so gut damals. Und ich glaube, da konnte man sich auch entscheiden, ob man Joymax oder wer ist das andere? Jesse Planet. Ja, genau. Ob man eins von den beiden halt Charakter registriert oder Account macht oder so, und dann hast du direkt paar hunderttausend SP-Punkte geschenkt und dies geschenkt und das geschenkt und irgendwie alles geschenkt, und das ist irgendwie meiner Meinung nach mal zumindest geschenkt ist nichts wert, sage ich mal. Ja, das ist, was ist schon geschenkt, ja, und dann hast du es halt, ja, und dann legst du es weg, dann ist es weg. Und hier macht das viel mehr Bock, wenn man sich einfach mal ein bisschen drum kümmert, ein bisschen farmen geht. Und ein paar STR-Endsachen so zusammenfahren, wie du eben schon gesagt hast, ist nicht jeder dann gleich stark. Und das macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Ja. Hier, du hast Level 11er Schulterstücke, habe ich dir rüber gebeamt. Ich habe welche für dich gedroppt bekommen. Ja. Also habe ich sie mittlerweile zweimal schon, aber macht ja nichts. Achso. Light Armor Mail, was ist das? Hände. Level 10. Level Hast du 10er welche? habe ich. Okay, dann kriegst du nichts. So, was ist das hier? Level 10. Ohrringe, Level 12 habe ich, auch nichts. Oh. Es regnet, Cerberus ist hier. Ne, Cerberus schnell. Ey, cool, was ein Zufall. Ich habe hier zweimal selbe Höschen gefunden mit zweimal HP 30 drauf. Leider. Lustig. Ja, coole Sache. Ich weiß, dass sie früher gezockt haben, da war ich ein Oh, bisschen. Oh nein, der stirbt ab. das war Der knapp. stirbt ab, der nippelt ab, Oh würde ich Gott, oh sagen. Gott. Ich sterbe ab. Du stirbst. Wie so ein Ast, weiß abgekriegter Ast, der stirbt ab. Ich bin eine Pflanze, ich bin abgestorben. Ah, ja. Ja, ich weiß doch, als wir damals ein bisschen gesuchtet haben mit dir, mit dem China-Chars, da hatte ich über 100,
15%, glaube ich, oder so auf magisch. Wenn man C drückt, kannst du vielleicht mal zeigen, wo ist das Ah denn? ja, die Magische Lampe. Balance oder so, genau. Weil ich voll viel in Sachen gefarmt habe und das ist hier halt möglich, ja. Ja, stimmt. Du hast da mega. Also, weil wir haben uns halt gegenseitig dann diese Alchemie-Sachen gesammelt und dann einfach wirklich so das Equipment gepimpt. Und da hat der Jaro sich richtig eine richtig geile Rüstung zusammengefarmt. Ich war gerade noch so dabei, ich war noch nicht so weit wie er. Und da hat sich eine mega geile Rüstung gefarmt, so wo man echt neidisch sein konnte. Da hat's, also jetzt mal ohne Spaß, die Rüstung ist vielleicht nicht voll SOS gewesen, aber die ist besser gewesen als diese normale Sigurd R-Rüstung. Also bei Sigurd R hast du zwar alles SOS, aber dafür ist das alles nur erstes Tier vom Degree. Also ne, Level, zum Beispiel drittes Degree ist der Level 16. Also ist halt alles Level 16, 17, 18, so diese ersten Level. Aber wenn du zum Beispiel alles so im Level 20er Bereich hast, und das sowas hatten wir, und Yaro hatte eine richtig geile Rüstung, also alles so, sag ich mal, in diesem Endlevel von dem Degree, und dann noch überall schön STR und Int drauf, alles ein bisschen plus gepimpt. Die ist viel, viel besser als die ganz normale geschenkte SOS-Rüstung ohne Blues und so. Jo, das stimmt, die Blues machen ganz schön was aus, der so lauter SR drauf, für den Magier Ja. ist es ganz gut, auf einmal hat er 200 HP mehr, einfach nur durch SR, Ja, also ohne Stamina Stones, nix. das ist extrem. Das ist richtig krass. So, ich bin extrem voll auf jeden Fall, bei mir passt nichts mehr. Ja, sollen wir in die Town gehen? Jo, Wie komm. viel hast du jetzt? Ich habe mittlerweile 23. 22 hast du? Ja. 23. Ich denke, jetzt gleich hast du 24. Hier liegt noch einer. Na, das ist mein Pet will nicht mehr. Es sagt keinen Bock mehr. Stirbt ab. Ja, ich habe jetzt 24. So, ich warte gerade mal. Ja, ich gehe auch in die Town. Ich töte den noch und dann gehe ich in die Town. Hast du jetzt Ja, das eigentlich geskillt ist. auf Level? Weiß nicht. Nee, hab nichts gemacht. Das ist so ein bisschen, nervt so ein bisschen am Anfang, wenn man so ein Pet hat und sammelt alles auf und ja, ist ziemlich schnell voll. Aber später wird es besser. Also später Ja. droppen hier nicht mehr allzu viel und man bleibt auch ein bisschen länger bei denselben Mobs. Also schon pendelt sich schon ein, kann man sagen. Ja, das stimmt. Das ist einfach anfangs noch extremer. Ich weiß noch, dass wir die ganzen Quests da genommen haben. Ihr weißt noch, Ja. die Questliste war so lang wie mein Arm. Ja, das stimmt. So, alles verklimpern. Oh, eine Harfe, ich kann jetzt ein Lied spielen. Oh, hier zum Beispiel, ne? Beste Beispiel. Ich habe hier eben eine Light Staff gefunden. Ich hatte ein Level 10, Lucky 2. So, und jetzt habe ich einen gefunden, 10 plus 2 mit STR 2 drauf. Coole Geil. Sache, oder? Das verkaufe ich jetzt. Nein, natürlich nicht. So. Bin mal gespannt, was gleich aus den ganzen Jewelboxen rauskommt. Ja, Jewelboxen muss ich sagen, halt wenn man eine Achterparty levelt, gibt es schon fast zu viele. Ne? Also man kriegt richtig viele gedroppt. Aber auf der anderen Seite, man muss die ja nachher nicht mehr unbedingt dann abgeben. Wenn man alles hat, ganz viele und sowas, dann kann man die ja auch einfach verkaufen. Oder man sammelt, man tauscht das ein und nimmt sich da wirklich nur noch die Trade-Pets raus oder sowas. Also im Endeffekt ist es halt geschenkt. Und wozu nicht? Also warum nicht? Ne? So sieht's aus, ja. Allerdings für Orange House, glaube ich, lohnt sich das auch nochmal. Vielleicht ein Ticken mehr, weil da auch diese Vigors rauskommen. Das ist Ja, die ganz, ganz Vigors schön und auch die wichtig. Speed Scrolls, also. Jo, XP und SP sogar. Ach, ich wollte mal ausprobieren. Da gibst du dieses eine SP-Scroll, die dir, ich glaube, random irgendwie SP gibt. Ja. So, ich wollte die mal außerhalb der Stadt ausprobieren, weil die teleportiert dich die ganze Zeit in die Stadt. Ja, Und richtig. das geht ganz schnell und ich bin mal gespannt, was klappt. Gucken, ob einer rauskommt jetzt. Wo ist unsere? So, okay, da ist die. Das ist ja sowas von okay. Hat einer von meinen ehemaligen Kollegen mal gesagt. Ach, guck mal, da ist ja die so okay, da muss man zu der. Nicht so ok. Oh, Hallöchen, guck dir das mal an. Tada! Süß. So. Hast du Und da sogar. Blues drauf gemacht? Nee, er kommt jetzt. Sogar zweimal. Ja, das ist. Ja. Ich spiele normalerweise keine weiblichen Charaktere, aber da wir uns hier entschlossen haben, Warlock Cleric. Und, jo. Da
Genau. Hat ein bisschen mehr Sinn gemacht. Genau, das stimmt. Damit man wenigstens so ein bisschen tauschen kann und sowas, macht es schon Sinn, dass einer Male, einer Female ist. Oder stellt euch vor, der kriegt ein besseres Teil als ich, dann müssen es dann kloppen, dann das ist dann nicht gut, ja. Dann wollten der ganzen Sache aus dem Weg gehen und jo, da sind wir jetzt. Weil wir sind gleich stark und dann hauen wir uns die ganze Zeit nur auf die Fresse. So, einer links, einer rechts, links, rechts. So, jetzt scrollen, die braucht man nicht. Und hier, was auch noch ganz gut ist, diese 500, also hast du eben schon gesagt, glaube ich, 500 HP-Dinger. Ja. Auch nicht schlecht. Und hier auch die Potion of Growth, also für das für den Wolf, dass er schneller levelt, gibt's auch. Ist auch Und nice. was ja auch noch ganz gut ist, das habe ich schon gemacht. Weißt du noch, als wir das erste Mal mit dir gezockt haben, ja, da habe ich gesagt, der Warlock, der verbraucht bei mir viel zu viel Mana irgendwie, Ja, wenn ich dann genau. Instant Mana Cooldown. Und jetzt auf dem Kopf habe ich so ein Ding drauf gemacht, MP Recovery 25% increased. Ha, Ja. ist ja schon mal besser. So, und jetzt ist Set dran. Ah, Lucky Defense Ignore mache ich nur noch. Oh, HP 150 gibt es ja auch. So, und ja, ich werde hier ab und zu einfach aufnehmen, Leute. Und einfach mal so gucken, so, wenn wir was Besonderes machen oder wenn gerade irgendwie, keine Ahnung, es sich gut ergibt und ich Zeit habe oder so, werde ich immer wieder was aufnehmen. Ich werde nicht durchgehend immer aufnehmen, aber halt immer mal wieder. Und damit ihr einfach so auf dem Laufenden bleibt und einfach wisst, dass hier immer noch was am Laufen ist, dass hier immer noch was geht, dass wir noch nicht aufgehört haben oder so. Weil, man weiß nie, ganz ehrlich. Also, wir zocken hier super gerne drauf und sowas, aber man weiß nie, was kommt und sowas. Vielleicht irgendwann sagen wir, boah, gerade ist stressig oder so, zum Beispiel umzugmäßig, arbeitmäßig oder privat, einfach irgendwas. Und ja, deswegen sind wir hier einfach. Ich halte euch immer auf dem Laufenden. Und ja, aber so an sich wird es auf jeden Fall erstmal eine ganz coole Zeit hier, bin ich mir sicher. Das hoffe ich doch, das hoffe ich auf jeden Fall. Brauchst du. Was brauchst du denn? Den Set habe ich eben gehabt, gell? Den Fairy-Set. Ja, genau. Die Dress. Ich habe jetzt noch ein Hütchen dafür, brauchst du? Ja, klar, gerne. So, schon ist es da. Das habe ich mir komischerweise in Storage abgelegt, weil ich gedacht habe, eine könnte es mal gebrauchen. Wer hätte das gedacht? Dann habe ich auch direkt mal das ganze Set. Gucke ich mir mal an. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich tausche, weil das, was ich jetzt habe, das habe ich halt geschenkt bekommen, finde ich jetzt auch nicht so sexy. Aber nicht von mir. Nee. Einfach von irgend so einem random Typen, der hat mich exchanged und hat mir das geschenkt. Stimmt. Random Typ, stimmt. Da war was. Ah, die Also. Leute, muss man auch sagen, wenn jetzt hier einer über den Weg läuft oder ihr TG am Handen sind, dann sieht das einer vielleicht, der KS uns dann nicht. Der freut sich, dass welche dabei sind und aktiv sind. So kann man sehen. Ja, stimmt. Und nicht, ich hatte mal eine Zeit auf dem Offiziellen gezockt. Da kommt, das hab ich noch nie verstanden. Leute, vielleicht könnt ihr mich mal aufklären, wieso man mit Level 100 oder 80 oder was auch immer ein Level 20 in die Kanten geht. Warum macht man das? Das verstehe ich Ja, nicht. das war auch, fand ich auch immer mega nervig und so. Habe ich nie kapiert, also Nee. Mann, oh Mann. Ich weiß noch, was für einen Aufstand ich manchmal gemacht habe, um als High Level dafür zu sorgen, dass ein Low Level aus meiner Gilde das Yunnik hunten konnte. Da gelurrt bis zum geht nicht mehr und sowas, aber ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, selbst das Yunnik jetzt zu töten. Also hätte in meinen Augen gar keinen Sinn ergeben. Und das passiert hier auf jeden Fall nicht. Also hier sind die Leute froh, das weiß ich noch. Damals bei der Ivy, glaube ich, oder so, da sind sie einer über den Weg gelaufen, da hat sogar noch geholfen. Oder bei irgendeinem Monique war das auf jeden Fall hier. Ja. So, sollen wir weiter? Jo. So, Tränke sind noch da, alles cool. Jo, jo. Und auf geht's. Recover. Jo. Nice. 150 HP mehr durch die Dress. Wunderbar. So, ich eskaliere schon mal. Ach so, falsche Waffe. Ja, damit geht's natürlich nicht. So, ja, ich würde sagen, auch wenn wir die Quest fertig haben,
Dann war es das auch erstmal mit der Aufnahme. Ich will die auch so schnell wie möglich hochladen, einfach damit die Leute wissen, hier geht was. Wieder auf meinem Channel. Geht das ab? Ja. Nice. Hat Light Armor Lex für mich gefunden, Level 12. Yeah. Kann ich zwar noch nicht anlegen, aber. Ja, das wollte ich jetzt sagen, wir müssen gleich mal einig werden. Ja, ich würde sagen, gleich, also von mir aus, wenn ich Level 16 jetzt gleich bin, können wir beide auch wieder leveln, ne? Also. Okay. Bisschen Gap machen. Also ja, die werden schon so langsam low, die Mobs. Na gut, wir sind auch fast schon fertig. Ich brauche noch 5 Dinger. 5 Hörnchen. 5 Elfenbeinchen. Ja. Oh, wie guck mal hier, das. Hier ist. Oh, die ist am Abnippeln. Ich brauche noch 5. Ja, oh, ich brauche jetzt auch nur noch 4. Ich glaube, hier ist eine Champion-Party oder so. 4 Champions am Stück. Krass. Ich wollte gerade sagen, hä, Champion-Party, man, da gibt's doch noch keine. Ja. Ab Level 20 oder was? Oh, ein großer. Ja, ich habe hier mega gerade was am Stade. Eile zu Hilfe. Danke. Und spürst du meine Hilfe jetzt schon? Ich spüre deine Energie, ja. Ich auch. Die Fäuste von den Viechern. Komm jetzt Level up. Alter. Und später, wenn man. Jawohl. Ist ab? Ne, noch nicht. 99,9. Alter. Und der Level up. Wenn wir AOEs haben, dann wird es ein bisschen einfacher sein. Ey, guck dir das an. Ich glaube, ich verabschiede mich. Jawohl, ich habe mich verabschiedet. Warte, ich kann nicht resten. Oh ja, bitte. Waiting for other players. Help. Juhu! Dankeschön. Bitteschön. Und jetzt habe ich auch den neuen Stab schon. Oh oh. Jawohl, pack den aus. Ich kann dich auch essen. Aber alles gut. Irgendwie bin ich so unkonzentriert heute. Guck, ich bin schon zweimal verreckt, ey. Ich bin schon mal an der Aufnahme. Ich bin so aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ich auch ein bisschen. Total. Voll am Zittern, ey. So. So, jetzt haben wir beide Level 16er Waffen. Jetzt gehen wir an. Ja, jetzt ist keiner mehr sicher für uns. So, sollen wir skillen eigentlich jetzt, oder? Ja, wenn wir machen, denke ich mal. Ich habe eine Level 10er Chest gekriegt. Ich hatte zwar eine, aber die neue, die hat HP 30 und Int 1. Oh, was hab ich hier? Light Armor, was ist das? Chest Int 30? Und ich hab Int 2 drauf. Die Qual der Wahl. Ja, hier hat man wenigstens eine Wahl, ne? Bei, ja, ist echt so. Sigurd Air, nix. Das ist wie so in einem bösen Film, so, ich hatte nur eine Wahl oder so. Wurde dazu gezwungen, zur bösen Seite zu gehen. Apropos Film, ich hab, wir waren, wann war das denn? Die Tage mal auf jeden Fall. In dem neuen Avengers. Oh, kann ich nur empfehlen, Leute. Ja, ich habe auch gehört, dass der echt geil sein soll. Ich habe den noch nicht gesehen, aber soll gut sein. Ja, man wird überrascht sein auf jeden Fall am Ende, aber die Action ist geil, kann ich nur empfehlen, wie gesagt. Nice. So, jetzt kriege ich von Marvel 5 Euro. Ja, ich war zum Beispiel letztens im Kino und da haben meine Freundin und ich Ready Player One geguckt. Und der war zwar nicht schlecht, aber trotzdem ein kleines bisschen enttäuschend, also da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Das ist so ein bisschen so für die Anime-Leute, die unter uns sind, so ein bisschen wie Sword Art Online. Und für die Leute, die nicht Anime bewandert sind, kann ich nur sagen, es ist halt einfach so ein bisschen so eine Game-Welt, die entstanden ist in der Zukunft sozusagen. Es spielt halt in der Zukunft, aber nicht weit, also so, weiß ich nicht mehr, 30, 40 Jahre in der Zukunft. Und da haben die halt so ein Computerspiel entwickelt, wo die Leute wirklich einfach komplett ihr Leben drin verbringen. Und ja, es hat aber Einfluss auch auf die echte Welt. Und ich finde, dieser Einfluss, der einfach in der echten Welt da irgendwie... Also ich finde, die echte Welt muss halt Einfluss auf das Spiel haben. Das Spiel hat Einfluss auf die echte Welt. Und das haben die zwar versucht, mit Ansätzen reinzubringen, aber einfach für mich ein bisschen zu wenig. Aber so an sich ein ganz guter Film. Ja, aber trotzdem, also war jetzt kein Film, wo ich jetzt nochmal reingehen würde ins Kino,
Aber deswegen, ich habe gehört, dass dieser Marvel-Film gut sein soll. Ist er. Echt cool. Dann bin ich mal gespannt, ob es irgendwie weitergeht. Muss es ja quasi. Ja, Aber mehr sage ich über nicht. ja. So, sollen wir es killen? Ja, können wir machen. Warlock, So, auf Level Wizard. 16 oder? Jo. Weil die Quest haben wir ja auch so gut wie fertig. So, jetzt wird erstmal bam, bam, aufgestockt. Wenn du eine Frage hast wegen den Skills oder so, dann sag Bescheid. Oh, wir haben jetzt sogar Stun und Sleep. Oh ja, endlich. Ding! Oh, Resist, verdammt. Geil. Ding! Ha! Hehehe. Und was ist los, Junge? Jetzt darfst du den nicht angreifen, solange schläft er. Jo, ich mache auch ein Nickerchen so lang. Das So. habe ich immer zum Escapen ganz gut, weißt du, wenn so ein, in Samarkand, die Kokoros da, Ja, so ein genau. fettes Vieh. Oh ja, geil. Ja, das mag ich auch bei Orochas. Da kannst du ein bisschen mehr daraus machen. Du kannst stunnen, ein bisschen weglaufen, ein bisschen hin und her, ein bisschen Ja. HP-Stil. Und bei China, ja, kannst halt nicht. Ja, kannst später als Bowman so ein bisschen Knockback und so stunnen, kannst du zwar alles machen, aber irgendwie. Ich hab dir mal einen Buff gegeben. Invincible! Ja. So, da hinten ist ein Was ist denn Giant, das Ding der überhaupt? meint mich Reduce. weggeballert. Ah ja, genau, Ah, jetzt kann ich auch noch Rüstung anlegen, die ich vorher nicht anlegen konnte. du wolltest ja auch mal verraten, wie man es nochmal machen kann, dass man drei Debuffs auf drei Dots auf einen Mob Ah ja, genau. klatschen kann. Das kannst du später, wenn du Flächendots kriegst, so weißt du. Okay. Dann kannst du einfach zwei Dots kannst du ja immer machen. Und du hast zum Beispiel einen Giant, machst auf den zwei Dots drauf. Und dann hast du neben dem Giant noch ein paar andere Monster, die gespawnt sind. Und auf die machst du dann einfach die Flächendots. Ah, und Und die sind dann. genau, und je Okay. nachdem, wo die stehen, kannst du, sag ich mal, ein Monster mit Flächendots zweimal dotten. Und das andere sogar, was da vielleicht, also wenn da noch zwei Monster sind, das kannst du vielleicht auch sogar noch zweimal dotten, wenn es halt vorher von den Flächendots nicht getroffen wurde. So kannst du Alter. wirklich bis zu sechs Dots dann auf dem Giant haben. Und Alter. wenn wir zusammen sind, zu zweit, dann hat das Ding einfach mal 12 Dots. Und also das ist so geil. Das hatte ich schon mal, das habe ich halt mit einem Kumpel schon mal gemacht und sowas. Es klappt halt sehr gut bei Unix, weil die haben ja einen Spawn. Und dann kannst du einfach in den Spawn Flächendots reinmachen. Und das Unique, das kriegt viel öfter die Dots irgendwie drauf. Also das ist viel öfters in diesem Agro-Bereich. Das bedeutet, wenn du Flächendots, danke, wenn du Flächendots auf ein Monster machst, was in der Nähe vom Unique ist, das Unique wird viel öfters halt irgendwie getarget. Also kriegt dann diese Dots mit ab. Ja, perfekt, danke dir. Ne, ja. Jetzt dieses Holy Word ist, weißt du, wofür das ist? Weakening Serious Probability, also dass Genau. du irgendwie, okay. Ja. Gegen Warlock, sagen wir mal, oder? Ja, einfach gegen alle Zustände. Also jetzt, die können ja verbrennen, jetzt verbrennen die uns nicht mehr. Jetzt, wie bei dem bei den Chinesen, der dieser Feuer Ja, richtig, Fire ganz genau. Dingsbums Schild. So, und hier Leute, genau das ist das, was wir eben auch gesagt haben. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Level 10er Chest, ich habe eine Level 12er Hose. Also man ist einfach mit der Rüstung immer wieder dabei, sozusagen geupdatet zu werden. Man wird immer mehr, kriegt man immer höhere Rüstung und sowas, wirklich Schritt für Schritt. Man hat nicht erst fürs neue Degree dann wieder Rüstung, sondern immer so zwischendrin kommt wieder mal ein neues Item und das ist ganz geil eigentlich. Jo, So, also die Quest habe ich fertig. meiner Meinung nach kann so ein System nur gefallen. Also ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn einer sagt, finde ich das AO-System besser irgendwie. Alles nach Vorschrift, alles, das ich krieg's alles geschenkt von dem einen da. Und hier ist alles halt, wie du es willst. Wenn du Bock hast zu farmen, dann farmst du einfach. Ja. Die Stones und oder Elixiere oder was weiß ich was. Ja. Und was ich auch noch ein bisschen unfair von Joymax fand, in Forgotten World, diese in Estea und Inns-Steine, ja. Mensch, also bis du überhaupt einen gefunden hast, ja. Ja, So, das stimmt. da warst du froh. So, und dann ist er gefailt, natürlich. Und Ja. das ist ein bisschen traurig. Und hier hast du schon Es war halt auf auch der wirklich Rüstung so. dann teilweise.
es ist halt auch wirklich so gewesen, Fertig. bei Sigurd Air, die Leute, die Stones hatten, waren die Botter. Weil die hatten halt ihre Achterparts, die kriegen viel häufiger Stones gedroppt und konnten die dann mega hart farmen. Und man selber konnte halt sehr schlecht so Stones farmen und war dann halt angewiesen, die zu kaufen, weil man selbst als einzelne Person ein STR-Stone in einem Jahr bekommen hat. Das und war echt. dann guckst du manchmal so in den Stalls von dem Botter und siehst dann halt, die haben einfach mal 20 STR-Stones oder so, wo du denkst, wie geht das? Ja, und Ist hier ist so. das so, selbst wenn hier Botter wären, also das ist ein Non-Bot-Server, aber selbst wenn hier Botter wären, die könnten sich ja STR-Stones farmen, so viel die wollen. Ich bin nicht angewiesen, ich hole mir die selber, wenn ich möchte. Also ich erstelle die mir selber. Und das ist dann das ganz Geile, man ist halt einfach nicht so abhängig von den Botter und könnte sich halt alles selbst zusammenfarmen. Ich bin fertig mit der Quest, bist Ja, du auch? perfekt, ich auch. So, dann los. Ab in Wer die ist der Town, ne? nächste? Town? Ja, ich Ah, würde gut. sagen, in die Town, dann gehen Ja, wir das ab na. und dann mache ich auch die Aufnahme zu Ende. Ja, bin auch schon fast voll. Und die neue Rüstungsteile haben wir nicht angelegt. Du auch nicht, oder? Ich habe die jetzt gerade eben angelegt, die neuen. Ach, verdammt. Okay. Ich habe noch teilweise dieses Level Degree 1 Dinger drauf. Also Level ich 10. habe, warte, ne, mein niedrigstes Item ist Level 8. Ne, ich habe Level 1er Ohrringe, aber die habe ich extra an, weil die haben STR drin. Ich hab Level 1 Necklace, aber die hat nichts drauf. Auch gut. So, so, so. So, wo war der Typ? Da unten. Achso, ja, das ist dieser mit Holy Water. Oh ne, dann müssen wir dieses Stable-Dings vom Squares gleich machen. Ja, stimmt. Okay. Naja, komm, bringen wir es hinter uns. So, ja, Leute, also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch so ein kleines bisschen vielleicht interessieren konnten für diesen Server. Euch zeigen konnten, dass der Server eigentlich wirklich ganz geile Sachen bieten kann. Und ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Er ist halt das, was wir wollten. Er ist halt so ein, ist ein chilliger Server. Kein Druck, kein, weiß nicht, kein Tempo, was einem vorgegeben wird. Und ja, das ist halt so genau das, was wir wollen. So, wir haben das abgegeben Jo. und haben dadurch jetzt Gabriels Ja. Holy Water bekommen. Man muss mit diesen 10 Stück irgendwie so Monster jetzt umwandeln oder irgendwie sowas. Wenn man das nicht schafft mit diesen 10 Stück, dann kann man hier hin und einfach sich neues Holy Water holen. Ja, weil es halt hohe Wahrscheinlichkeit, dass das failt. Ja, dafür mache ich jetzt aber die Aufnahme weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen mal einen Einblick zu kriegen in den Server. Ich werde ab und zu wieder aufnehmen. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr den Server findet, wie ihr generell das Let's Play an sich findet. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. Genießt das Wetter. Momentan ist es ja ganz geil. Und dann sieht man sich. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.